Ja, mein Name ist Katrin Strobel. Ich bin Mitte, Ende 50 und bin aufs Auszeithaus gekommen in einer Situation, in der ich Corona, eine Trennung und eine insgesamt anstrengende Situation zu verkraften hatte, ziemlich unsortiert im Leben stand und nicht so richtig wusste, wie ich eigentlich weitergehen möchte. Und so bin ich also im Sommer 22 das erste Mal hier zu einem einwöchigen Aufenthalt gewesen, der mir unterm Strich dann auch hervorragend gut getan hat. Und was sicherlich damit zusammenhängt, dass das Auszeithaus mit einer ganz großen Menschenliebe ins Leben gerufen wurde. Ganz besonders Tanja und Andreas Gradwohl, die Eigentümer des Ensembles hier und die eben auch Mitinitiatoren dieses Trägervereins sind. Mein Name ist Andreas Gradwohl. Ich bin Nachbar vom Auszeithaus Hohenlohe. Also ich wohne direkt gegenüber. Bin mit meiner Frau und dem Pfarrer Klaus Kempter der Ideengeber zu diesem Haus. Mein Name ist Tanja Gradwohl. Ich bin Mitgründerin des Auszeithauses, Mitinitiatorin und bin seit Anbeginn dabei. Und meine Aufgaben hier sind sehr vielfältig. Ich selbst bin mit meiner Frau zusammen Eigentümer des Hauses und das Haus selber wird aber betrieben und vermietet an den Trägerverein, an den gemeinnützigen Auszeithaus Hohenlohe e.V. Manchmal blicke ich so zurück und bin ganz erstaunt, wie viele wundervolle Menschen hierher kommen und wie positiv das alles ist. Und besonders freut mich, dass die Leute oder ganz viele bemerken oder merken an, dass man hier reinkommt und sich wohlfühlt, weil das Haus wurde von meinem Mann und von mir eingerichtet und von uns her renoviert. Und es freut mich dann wirklich sehr, wenn dieses Haus eine Wirkung entfaltet und die Leute sich wohlfühlen, schon beim Reinkommen oder sobald sie im Zimmer sind. Weil das war unser Ziel, dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der man sich geborgen fühlen kann und sich auch wohlfühlt. Am nächsten Tag kommt meine Frau, die ja für die Leitung des Hauses zuständig ist und auch für die Küche und die sehr gut kochen kann, und kocht für die Menschen, die da sind. Kochen kann ich anscheinend, mache ich auch gerne. Für mich ist Kochen etwas Kreatives. Und zwar wird jeden Tag frisch gekocht, egal wie viele Leute da sind. Es wird ja auch gekocht für nur eine einzige Person, also wenn ein Gast da ist. Und ansonsten bin ich in der Zeit, in der ich halt in der Küche bin, auch Ansprechpartner. Das nutzen manche Gäste auch oder es ist auch gewünscht von meiner Seite, wenn jemand was erzählen möchte oder irgendeine Frage hat. Also kann man gerne, die Türe zur Küche ist auch in der Regel offen. Und dann sitzen manchmal die Gäste auch dazu oder helfen mir sogar beim Kochen. Ja, ich bin die Christine und ich bin hier im Hohenlohe-Kreis wohnhaft und arbeite hier auch im Hohenlohe-Kreis. Und ich bin auch Mitglied im Verein und dachte mir, ja, eigentlich müsstest du mal oder dürftest du mal selber auch so ein paar Tage Auszeit im Wohlmutshausen gönnen. Und habe dann beschlossen, dass ich das einfach mache, dass ich dann mal 5 Tage im Auszeithaus bin, so ohne großes Anliegen, sondern einfach mal, ja, Selbsterfahrung im Auszeithaus, dass ich auch multiplizieren kann und sagen kann, Mensch, das ist eine tolle Sache und geh da mal hin und man ist da gar nicht, man hat keinen riesen Anfahrtsweg und auch nicht riesen Fahrtkosten und so. Die Menschen, die hierher kommen, kommen aus den unterschiedlichsten Gründen und es ist wirklich berührend, vor allem auch, wenn man das Gästebuch liest, was diese eine Woche oder diese 2 Wochen, die sie hier sind, mit ihnen macht. Im Frühjahr 2023 kam ich dann beruflich in eine Situation, die recht schwierig war. Das Arbeitgeberunternehmen ist inzwischen in Insolvenz in Eigenverwaltung und ich weiß seit circa 9 Monaten nicht, ob ich in ein paar Monaten noch Arbeit haben werde. Und einer der ersten Gäste war ein Mann, der hat gesagt, von mir aus wäre ich ja nicht gekommen, aber meine Frau hat gesagt, hat sich geweigert, mit mir mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Sie hat gesagt, du bist so aggressiv am Steuer, entweder fliegen wir oder fahren mit der Bahn, aber ich setze mich nicht mehr neben dich ans Steuer. Und das hat in ihm etwas ausgelöst, dass er gemerkt hat, sie hat recht, so kann es nicht weitergehen. Und habe am Ende vor allem gemerkt, wie viel ich doch an Themen, die ich meinte, die lasse ich zu Hause, mitgebracht habe und die dann auch bearbeitet habe, so für mich so ein innerlicher Prozess.
Und durch die Gesprächsbegleiterin war das auch sehr positiv, weil sie das einfach professionell angeguckt hat mit mir. Und hatte in dieser Phase als Gesprächsbegleiterin die Saskia Pihali, die mit mir so ein bisschen ins Coaching gegangen ist und mir geholfen hat, mich zu sortieren, auszurichten, wie ich denn in dieser Situation, wie ich agieren kann. Ja, ich bin Saskia Pihali und ich bin im Leitungsteam, da verantwortlich für das Team der Gesprächsbegleiterinnen und Gesprächsbegleiter. Wir haben 13 Gesprächsbegleiterinnen und Gesprächsbegleiter, männlich, weiblich, mit christlichem Hintergrund, mit systemischem Hintergrund, mit den unterschiedlichsten Qualifikationen. Und so, dass eben jeder Gast sich die Gesprächsbegleitung schon im Vorfeld aussuchen kann, die zu ihm oder zu ihr passt. Ich bin Miriam Brach. Ich bin systemische Beraterin, selbstständig, freiberuflich im Raum für dich tätig und habe über Instagram das Auszeithaus kennengelernt. Und da war mein Gedanke sofort, die leben meine Vision, eben einen Raum zu schaffen für Menschen, die einfach mal sein dürfen, so wie sie kommen, ankommen dürfen. Gesprächsbegleitung ist total individuell, so wie jeder Gast eben auch. Jeder kommt mit einem anderen Anliegen, mit anderen Bedürfnissen und deswegen ist auch die Gesprächsbegleitung ganz unterschiedlich. Und bisher hat es auch immer wunderbar gepasst. Also das, was die Gäste rückmelden, was ich auch so im Gästebuch lese, ist die Gesprächsbegleitung doch ein ganz, ganz wichtiges Element so, für die Auszeit eben. Das Ziel vom Auszeithaus ist ja nicht, dass man einfach nur einen schönen Urlaub macht, sondern dass man mehr als das wirklich innehält, sich reflektiert und schaut, wo stehe ich eigentlich gerade. Und deswegen finden wir auch wichtig, dass die Auszeit in Kombination mit Gesprächsbegleitung stattfindet, wo man eben einfach auch jemand hat, der sagt, du bist hier nicht allein, du bist hier sicher. Du kannst ja einfach mal sein und kommen mit all deinen Themen. Es ist für mich auch sehr schön, jemanden begleiten zu können. Jetzt nicht nur dann, wenn jemand wirklich schon in einer Krisensituation steckt, sondern manche, die kommen auch, ich würde es mal so sagen, präventiv. Die kommen, bevor es wirklich zu spät ist. Die kommen rechtzeitig, um sich eben in der Ruhe, um mal raus aus dem Alltag zu gehen, um hier sich die Zeit zu nehmen, um sich mit sich mal auseinanderzusetzen. Und manche Gäste kommen, die sind einfach total erschöpft, die können nicht mehr, die sind müde und ausgebrannt und da fehlen auch manchmal die Worte. Und da geht es schon auch darum zu gucken in der Begleitung, was brauchst du jetzt im Auszeithaus, um wirklich auszuruhen, dass die Kraft wieder mehr da ist und was brauchst du auch, um dann wieder kraftvoll in den Alltag zurückzugehen und auch zu schauen, was muss ich denn machen, damit die Kraft länger bleibt und ich nicht wieder leer laufe. Aus den Gesprächsbegleitungen, die ich bisher hatte, kann ich sagen, wenn jemand eine Woche hier ist und man drei Gespräche hat, so in Folge, da passiert auch ganz schön viel bei demjenigen oder derjenigen. Also ich merke da immer eine ganz, ganz große Entwicklung. Ein Gesprächsbegleiter wird nicht meine Probleme lösen. Das muss ich selber tun. Aber ein Gesprächsbegleiter hier im Auszeithaus wird unvoreingenommen, sehr liebevoll zuhören und durchaus eben auch ein bisschen Input, Impulse und neue Sichtweisen vermitteln können. Und da braucht es quasi ja, Räume und Möglichkeiten, da eine Pause zu machen und eben auszusteigen für eine kurze Zeit. Und genau das, finde ich, bietet dieser Raum, dieses Haus, die Scheune, die Umgebung in ganz besonderer Weise. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass die Wertschätzung auch jedem Einzelnen gegenüber gebracht wird und nicht nur, wenn eine größere Gruppe da wäre oder sonst irgendwas, sondern jeder Einzelne ist wichtig und wird hier auch gesehen. Auch die Ruhe, die dann dadurch entsteht, wenn man nicht immer beim Essen mit anderen sitzt oder ständig Kontakt hat, sondern dass man sich wirklich mal auf sich selbst besinnen kann. Man kann hier den Tag verschlampern, verschlafen oder auch aktiv nutzen und wandern gehen und
sich sportlich betätigen. Was mich sehr beeindruckt hat, war schon bei meinem ersten Aufenthalt, wie weit offen für alles die Gastgeber des Hauses sind. Auch ein Angebot, was mich sehr angesprochen hat, war, dass die Tanja gesagt hat, ich biete allen Leuten an, ein Auszeitbrett zu machen im Kreativraum. Ich hatte im Vorfeld geklärt, ob ich Speckstein und Werkzeug mitbringen darf, ob es hier wohl eine Ecke gibt, in der ich Dreck machen darf. Und das hat wunderbar geklappt. In 0,nix wurde an meinem ersten Aufenthaltstag eine improvisierte Werkbank erstellt, die in der perfekten Höhe für mich war. Und ich konnte über die Zeit dieser Woche weg eine schöne Specksteinskulptur herstellen, die mich jetzt auch mit guten Erinnerungen an den Aufenthalt hier begleitet. Es steckt einfach viel Liebe drin, viel Herzlichkeit. Und das spürt man, wenn man hier nach Wohlmuthausen kommt, wenn man das Gelände betritt, wenn man das Auszeithaus betritt. Hier ist einfach, ja, hier ist Menschlichkeit, hier ist Herzlichkeit zu spüren. Hier spürt man, dass man willkommen ist. Auch das sind Dinge, die so eine Auszeit wertvoll machen können. Einmal Naturtanken. Und wenn ich von Naturtanken spreche, dann möchte ich auch davon sprechen, dass wir hier im Auszeithaus einen Hof und einen, ich würde es bäuerlichen Garten haben, nennen. Es gibt ein Seerosenbecken, es gibt Hühner, die durch Garten und Hof spazieren gehen, die unglaublich menschenzugewandt und freundlich sind, die inzwischen auch genau wissen, wenn ich auf den Hof komme, wenn die mit den roten Haaren kommt, gibt es irgendwas zum Naschen und sie sind da und begrüßen einen. Und ganz oft berichten die Gäste, wie wundervoll das ist und wie sie völlig erstaunt sind, dass man sich hier so viel Zeit für sie nimmt. Es ist auf jeden Fall ungewöhnlich, dass man so wahrgenommen wird. Und genau das ist, denke ich, das Schöne. Und für mich selber als Mitbegründer des Auszeithauses einer der wesentlichen Motive gewesen, dass der Mensch quasi im Mittelpunkt steht und wirklich auch wahrgenommen wird. Und dass dieses Haus auch für alle Menschen offen ist, also unabhängig vom Geldbeutel oder von einer religiösen Zugehörigkeit. Wir sind auch bewusst kein Haus in kirchlicher Trägerschaft, weil es uns nicht wichtig war. Hier wird man nicht missioniert, hier darf man einfach sein. Und immer wieder ist diese Freiheit der Entscheidung das große Glück einer Woche im Auszeithaus. Ich habe es auch sehr genossen, dass ich mich nicht an solche Abläufe halten musste, wie wir zwischen 8 und 9 Frühstück und zwischen 1:30 und 1:30 auf jeden Fall Mittagessen und 6 Uhr wieder Abendessen, was ja oft sehr schön so Auszeit in so Bildungshäusern oder Klöstern oder so macht. In der Zeit, in der man da ist, darf man sich frei bewegen. Frühstück und Abendessen gibt es quasi über den Kühlschrank, über den Gästekühlschrank. Man kann aufstehen, wann man will. Man kann frühstücken, wo man will, auf der Dachterrasse oder hier im Haus oder im Garten, im Rondell, im Seerosenteich. Man kann den Hühnern zuschauen, wie sie über den Hof laufen. Und es ist einfach eine andere Welt. Gleichzeitig sind aber auch die Gastgeber immer ansprechbar. Sie sind da, ohne zu nerven. Sie fragen nicht, warum machst du jetzt keinen Spaziergang? Sie kommen nicht und sagen, mal doch mal ein Bild. Steht auch niemand neben einem und fragt einen, was macht das jetzt mit dir? Alles Dinge, die durchaus mal bei mir allergische Reaktionen hervorrufen könnten. Aber das passiert hier nicht, sondern egal in welcher Lebensweise man unterwegs ist, egal ob man nun christlich geprägt ist oder religionsausübend ist oder so wie ich religionsfrei lebt, wird man hier völlig unvoreingenommen angenommen, so weit umfangen und umgeben, wie man das gerne möchte und auch so freigelassen. Also ich glaube, um gesund zu leben, ist total wichtig, dass man sich regelmäßig Zeit nimmt, um in die Stille zu gehen. Manche nennen es Auszeit, manche Sabbat, manche Stille. Völlig egal. Ich glaube, es ist egal, in welcher Lebenssituation man steckt, ob es einem gut geht oder schlecht geht. Jeder Mensch, ich glaube, so sind wir einfach gemacht, dass es Auszeiten braucht im Leben. Und das ist schon wirklich berührend zu sehen. Man hat einen Ort geschaffen, wo sich Menschen wiederfinden können, wo Menschen quasi ja, diese Ruhe und diese Wahrnehmung, die Wertschätzung finden können, wo sie auch die Zeit haben, darauf zu hören, ja, auf die Stimme, die jeder in sich trägt, auf diese Sehnsucht,
die man in sich hat und auch die Antworten, die man in sich trägt, dass man die endlich auf die vielen Fragen hört. Also es war einfach eine total positive Zeit, in der ich mich gut sortieren konnte, mit Impulsen wieder heimgegangen bin, in der ich mich auch erholt habe. Wer innehält, bekommt von innen Halt. Und das finde ich ein wunderschönes Wortspiel. Also innehalten bedeutet ja quasi, wenn ich innehalte und aufhöre, mich in diesem Hamsterrad weiter zu drehen und da immer weiter und immer schneller rennen zu müssen, dann bekomme ich automatisch von innen Halt. Jetzt bin ich dran. Jetzt schaue ich nach mir. Und nur wenn ich selber stark bin, kann ich weitermachen. Eine Woche im Auszeithaus kann all dies beinhalten. Kraft finden, sich sortieren, zur Ruhe zu kommen.